Hi Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonys Garage. Heute haben wir mal, was heißt haben wir mal? Heute machen wir den Innenraumfilter, den Pollenfilter, sogenannten Klimafilter von einem Ford Fiesta 6, beziehungsweise den wechseln wir heute. Und zwar ist es bei dem an der Beifahrerseite im Fußraum. Und zwar, ich mach mal ein bisschen Licht. So. Und zwar haben wir bei dem, so, haben wir hier die Seitenverkleidung mit einer Schraube. Die lockern wir, nimm die ab und dann können wir die Verkleidung abziehen. Und diesen Filter verwende ich dafür. Wenn ich mich nicht täusche, müsste in diesem Filter noch eine Beschreibung, Anleitung sein. Die Firma macht das immer so, wo das ist. Und zwar haben wir hier im Filter, den packen wir mal aus. Das ist der neue Filter. So, hoppa, Kamera bleibt stehen. So, ja, wie ich gesagt habe, hier haben wir eine Anleitung, wo der Filter sitzt. Also ich meine, der müsste hier im Fußraum sitzen. Aber wir gucken mal. Und zwar, ja, ganz genau, Freunde. Und zwar sitzt der, schaut mal hier. Das ist Beifahrerfußraum. Das ist hier die, da, das ist die Klappe mit einer Schraube. Wenn wir die gleich gelöst haben, dann haben wir hier einen Deckel von dem Pollenfilter. Der hält mit einer oder beziehungsweise zwei Schrauben. Deckel ab, Filter raus. Und dann müssen wir auf die Pfeiler achten, wie wir die einbauen müssen. Und setzen den neuen Filter ein. Ja, bevor wir den neuen Filter einsetzen, machen wir natürlich, saugen wir das alles schön. Und dann setzen wir den ein. Ich würde sagen, dann bauen wir erstmal da die das ist eine Kreuzschraube, ein Kreuzschraubendreher. Und ja, ich würde mal sagen, ich stelle mal die Kamera ein bisschen anders hin und dann fangen wir mal an. So, dann haben wir hier einen Kreuzschraubendreher. Dann schrauben wir das hier erstmal ab. Das ist nämlich auch Plastik, Freunde. Und dann können wir hier die Seitenverkleidung. Moment. Und dann können wir hier die Seitenverkleidung vorsichtig hier so runterziehen. Weil die ist nur eingeklickt. Hoppa. Licht bleibt stehen. So. Aber wir müssen die Verkleidung nicht unbedingt abmachen, Freunde. Wir kommen auch so dran. Schaut mal da. Da ist schon der Deckel, wo ich drauf zeige, mit zwei Torx-Schrauben. Ne? Den Deckel nehmen wir dann ab und dann kommen wir da auch direkt schon dran. So, dann haben wir. Moment. So, das stellen wir so hin. Dann könnt ihr das besser sehen. Haben wir hier ein T25er Torx. Einmal abdrehen. So. Einmal. So. Und hier oben ist er nur reingehackt. Also hat es nur eine Schraube, Freunde. Und dann, hier könnt ihr schon den Pollenfilter sehen. Da ist auch schon ordentlich Dreck hinter. Hoppa. Da versuche ich mal mit dem Schraubenzieher ein bisschen, Schraubendreher ein bisschen runter zu greifen. Weil ich habe so Wurstfinger, ich komme da so schlecht dran. Boah,
ist das denn? Und dann rausziehen, Freunde. Bleh. Eklig. Boah. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Werkbank und gucken uns den Filter mal richtig an. So, Freunde, schaut euch das mal an. Das wird mal Zeit, dass der gewechselt wird, oder? Weil sie sagte, die Freundin sagte, die Klima stinkt auch so sehr. Und, alter Falter. Die war ja so drin, Freunde. So war die drin. Wir gucken mal, ob wir mal ein Datum oder was sehen. Und zwar, Freunde, könnt ihr das sehen? Da sind, aber ein Datum finde ich jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz, das wurde echt mal Zeit, wa? Boah. Hammer. Ich würde sagen, wir machen mal ein Foto im Vergleich zu den neuen. Und dann können wir das besser sehen. Also wenn das mal nicht ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, Freunde. Ne? Schaut euch das mal an. Pah, ekelig. Ich würde sagen, da machen wir direkt ein Foto fürs Hintergrundbild, oder? Hammer. So, gesaugt haben wir den auch. Jetzt setzen wir den natürlich so rein, dass die Pfeile. Moment, wo haben wir die? Da. Hier sind die Pfeile, beziehungsweise der Pfeil, dass die zu mir zeigen. Also so rum. Nicht verkehrt rum. Ihr müsst den natürlich jetzt ein bisschen reinquetschen, ist aber nicht schlimm. Hier drinnen ist genug Platz, dass der sich da vernünftig in die Mutter wieder rein, also in die Dings wieder reinsetzt, ja. Müssen natürlich, ja. Moment, muss mal eben die Kamera anders stellen. So, wir machen jetzt Folgendes. Hier diese Kabelbinder, den werde ich wegschneiden, damit wir das Kabel hochziehen können und somit können wir dann den Pollenfilter vernünftig reinsetzen. Und dann machen wir das hier wieder mit dem Kabelbinder fest. Aber hier müsst ihr natürlich drauf aufpassen, keine Kabel zu beschädigen oder eine Leitung. Wir schneiden in diesem Fall nur diesen Kabelbinder weg. So, somit ist es lose. Und da können wir dann gleich mit dem Kabelbinder können wir das festmachen. Und dann ist es wieder vernünftig. So, hoppa. So ist ab. Und so können wir, jetzt haben wir eigentlich genug Platz, dass wir das hier hoch, beziehungsweise wir können den hier auch abmachen. Dann ist es noch einfacher. Oder wir ziehen den hier raus. So. Können wir jetzt zur Seite schieben. Seht ihr, Freunde, so haben wir jetzt, Moment, so haben wir jetzt genug Platz, dass wir den Filter schön reinsetzen können. So, wie gesagt, nicht vergessen, die Pfeile müssen zu euch zeigen, ne? Nicht von euch weg, zu euch. So. Oh.
So. Jetzt könnt ihr, Freunde, wir haben den ja jetzt reingequetscht. Jetzt könnt ihr natürlich hingehen und den Pollenfilter ein paar Mal raus und reinziehen. Ne? Und wenn er ganz locker und fluffig raus, sich rausziehen lässt und wieder reingeht, das heißt dann liegt er vernünftig drin. So, vernünftig. Jetzt können wir den hier wieder, jetzt können wir den hier wieder hier in die Position schieben. So, Kabel wieder dran. Da machen wir gleich einen Kabelbinder wieder dran. So, dann ist er wieder vernünftig. Somit könnten wir jetzt den Deckel wieder draufschrauben. Moment, wo haben wir den? So. So. Deckel wieder erst hier oben. So. Bei dem Deckel habt ihr hier so eine Nut rechts und links. Die müssen hier in die Führung rein. Ne, so weit wie eine Gleitschiene. Schaut mal her. So. Und dann einfach hochschieben. Somit habt ihr die Garantie, dass das Deckel richtig dran ist. So. Die Torx-Schraube drauf machen mit der Hand und dann mit T20er Torx Deckel festziehen. So. So, alles fest. Und dann können wir so. Und dann können wir jetzt natürlich, jetzt haben wir den sauberen Pollenfilter drin. Es gibt ja auch so Klimabomben, nennen die sich so, Klimadesinfektion oder wegen Gerüche und sowas, ne? Das sind so kleine Tuben. Ich glaube, das sind so 150 Milliliter Tuben. Ne? Da drückt man dann drauf, dann stellt man das auf, in der Beifahrerseite vorne auf den Boden, macht man Klima auf ganz kalt und dann auf Umluft und lässt das 10 Minuten wirken. Ne? Ja, aber ich vermute mal, das werden wir auch noch machen bei einem anderen Video. Ja, Pollenfilter ist jetzt gewechselt. Jetzt kann der Wagen endlich wieder saubere Luft ziehen. Perfekt. Und nach der Klimabombe stinkt es dann auch nicht mehr. Ne? Ja. Ach so, die Seitenverkleidung, Freunde, die ist mir jetzt vorhin abgefallen. Ich zeige euch die mal. Das ist so. Und zwar kommt die ja ganz einfach wieder hier dran. Aber hier hinten haben wir hier da rechts und links drei Haken. Die kommen natürlich hier in die Löcher rein und dann einmal vorsichtig gegenstupsen und dann ist es schon fest. So. Oh, das ist so eine Fremmelarbeit, Freunde. Hier hinten. Moment. So. Hier hinten ist es jetzt dran. Jetzt müssen wir den. So. Hat überall geklickt. Damit das auch schön wieder vernünftig alles wie original drin sitzt. Und hier hinten haben wir jetzt einmal Licht. So. Und hier haben wir jetzt wieder die Plastikschraube. So. Den drücken wir so rein. Dann können wir den so wieder festziehen. Gucken wir mal. Der sitzt auch. So. Perfekt. Seht ihr, Freunde?
So sitzt das jetzt vernünftig. So, dann hätten wir mal jetzt Werkzeug kurz mal wegnehmen. Dann haben wir jetzt schön den Pollenfilter auch gewechselt. Und ihr habt es ja gesehen, das war echt verdammt. Das war echt verdammt bitter nötig. Ne? Also, boah, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ey. So ein Filter, der. Schaut euch das mal an. Das ist ja echt voll pervers. Ey. Boah, guckt euch. Schaut euch den direkt mal an, Freunde. Schaut mal hier. Boah. Hier. Naja, nichtsdestotrotz, wir haben es hingekriegt. Jetzt hat der Wagen auch einen schönen neuen Pollenfilter. Wie gesagt, da gucken wir jetzt nur noch, dass wir so eine Desinfektion besorgen. Machen wir das rein, dann ist picobello. So. Ich hoffe, Freunde, das Video ist für den einen oder anderen nützlich. Ich würde mich wie immer über einen Daumen hoch sowie einen Kommentar freuen. Und das ein oder andere Video wird hier wahrscheinlich noch drüber kommen. Jupp, dann sage ich, euer Sony, bis demnächst. Ciao. Alle Sachen, die ich verwendet habe, schaue ich zu, dass ich die in die Videobeschreibung hinzufüge, falls der ein oder andere mal was braucht. Ja? Jupp, in diesem Sinne, haut rein, euer Sony. Ciao.